Moin moin Leute, hier ist Jens hier und willkommen zurück zu einer neuen Extra Island, ja, Diskussion will ich schon was nennen. Und zwar mit dem passenden Titel auf der globalen Version, Perverts Aesthetic. Ja, jeder der pervers in der Extra Insel einbindet, hat definitiv schon mal ein gewisses Image, ne? Die Programmierer haben sich bestimmt auch gedacht, ja, was passt zu Frankie? Ja, pervers, einfach reinkloppen. Einfach in den Namen reinkloppen. Okay, was haben wir denn auf dieser Island? Ja, was haben wir da? Wir haben hier als erstes Frankie, den man aber bekommen kann. Ja, ne? Also wurde so langsam auch Zeit. Natürlich auch einer der am meisten, ja, wie soll ich es nennen? Einer der oft ja, erwähnt wird, weil er einfach zur Main Crew gehört. Deshalb war es eigentlich schon komisch, dass er nicht einfach beim Anfang an dabei war, vor allem in den Rare Recruits. So, hier 5 und 10 Stamina sind wie immer ganz einfach. Okay, und die 15 und 30er, die werden hier gecovert, also das ist wie immer noch vom englischen Blogspot. So, 10 Stamina Frankie. Preemptive Attack, also Anfangsattacke. Okay, das ist aber noch bei 10. Also er macht euch Schaden an, also First Strike heißt es hier auf dem Englischen. Und dann gibt es hier noch keinen Orb Changer. Denn ein bisschen Raise Defense, was wir auch von Alvida, nicht von Alvida. Ach, wie heißt er? Egal, auf jeden Fall Raise Defense, dass er Rüstung hat sozusagen. Und Frankie Special gibt es auf der 15.30 Stamina Insel. Okay, dass seine Attacke man einfach, der stoppt den Captain Skill und dein vom Friend Captain für einen Zug. Und okay, ja, wenn man Vista benutzt, wird auch der HP Bonus und so weggemacht. Aber sonst macht der nicht wirklich viel. Ganz relativ, also relativ einfach. Was man usen soll, Double Toll Nami hätte ich jetzt auch gleich gesagt. Double Toll Nami oder Vista. Aber Vista ist eigentlich useless, weil er im Endfight eure HP ja so weit reduzieren kann. Deshalb, benutzt einfach Toll Nami, dann bekommt ihr einfach den größten Schaden daraus. Wie gesagt, Toll Nami, wisst ihr dann vielleicht als nebenbei. Und so würde ich das auch eigentlich schon fast empfehlen. So ungefähr habe ich mein Intim auch zusammen, außer natürlich Hermipo, den habe ich dann nicht drinne. Also wie gesagt, ich persönlich würde definitiv das Doppel-Nami-Line-Up empfehlen und nicht den Doppelbuggy. Wie gesagt, wenn man nichts anderes hat, packt ihr einfach Doppelbuggy rein, weil die Insel da gerade ist, ne? Also für die, die eher Doppelbuggy haben und nicht Doppelnami, dann einfach Doppelbuggy benutzen. Sehe ich genauso. Ja. Weil es ist einfach, ihr braucht einfach nur ein Intim. Relativ normales Intim sogar nur. Und für die 30er Insel reicht wirklich ein Doppel-Doppelnami und dann habt ihr den auch da gleich im Sack drin, den Frankie. So, was kann man denn droppen? Das steht hier. Okay, was droppen kann, steht hier nicht. Also die Einheiten, aber das sollten eigentlich Frankie und seine Schwestern sind der Secret Boss auf der Insel. Und jetzt haben wir hier die Books. Die Books sind Kiwi, Moss, Usopp, Tashigi, Chu, Shanks und Vista. Die wichtigsten sind natürlich hier Vista und ja, Usopp maybe, ne? Usopp. Usopp Hammer. Da will ich nochmal irgendwas gucken. Usopp Hammer, Treasure Cruise. So. Ist der hier? Das heißt aber eigentlich, weil er ja nicht die, was ist denn seine Ability? Psy-Attacks und ich weiß nicht, ob es bleibt. Impact, heißt es immer noch Impact?
Nee, Usapama, das heißt, es ist wirklich nur für den hier nicht nützlich. ja, Chu, nicht wirklich. Tashigi, ne, meh. Ist ein relativ durchschnittlicher Slasher, deshalb vielleicht den auch da drin haben. Shanks ist eher wichtig und Vista für die, die die beiden haben. Das sind wirklich die wichtigsten. Ja, aber ich würde sagen, Dross, Kiwi und Moss sind die Schwestern von Frankie. Da könnt ihr natürlich auch die Books für droppen. Und ja, ich würde sagen, das war's für heute. Wie immer, ich bin Janis, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Morgen kommt die Extra-Insel dann raus und dann kommt auch gleich das Global-Video, das heißt, das passt. Und ich würde sagen, das war's, sicher? Irgendwas wollte ich noch sagen. Nee, das war's eigentlich, wenn ich jetzt echt bin. Okay, bis dann, Leute, und ciao, wir sehen uns morgen. Danke fürs Angucken. Wenn ihr schon mal dabei seid, geht mal auf meinem Kanal und guckt euch noch andere Videos an. Wenn ihr schon da seid, lasst gleich ein Abo da. Nicht vergessen, dem Video einen Daumen nach oben zu geben oder einfach mal euren Senf dazu zu geben in den Kommentaren. Guckt mal bei meinen Social Medias vorbei, wenn ihr ein bisschen mehr Informationen über mich bzw. über Neuigkeiten haben wollt. Ich bin Janis Lee und ich wünsche euch einen schönen Tag.